Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute mal ein Video, was es so auf diesem Kanal noch nicht gab. Und zwar die weirdesten bzw. komischsten oder merkwürdigsten Kollabos, die es je gegeben hat. In der Modewelt natürlich. Beziehungsweise da sind auch Marken dabei, die nichts mit Mode zu tun haben und erst durch die Kollabo in diese Welt eingedrungen sind, sag ich mal. Ich habe mir 10 Stück rausgesucht, die ich euch heute gerne vorstellen wollte. Da sind Sachen dabei, die im Nachhinein doch sehr, sehr gut zusammenpassen, weil weird bzw. merkwürdig heißt ja nicht direkt schlecht, ne? Aber halt einfach merkwürdig. Also ist es würdig, sich diese Kollabos zu merken. Aber es sind auch welche dabei, die einfach nur wirklich grauenvoll sind, ne? Das hier ist kein Ranking. Ich habe nicht gerankt von geil bis schlecht oder andersrum, sondern einfach mal drauf losgesucht und euch 10 Kollabos rausgesucht, die meiner Meinung nach einfach etwas weird sind, wo man einfach auch nicht mit gerechnet hätte. Wir fangen an mit Kollabo Nummer 1 und das ist eine, die in letzter Zeit rausgekommen ist, beziehungsweise ich glaube die neueste von allen. Und zwar ist das Balenciaga x Fortnite. Ihr merkt selbst, der Fortnite-Hype ist jetzt gerade so hoch wie noch nie. Es sind so viele Leute Fortnite am Spielen und das Game, was ja wirklich vor ein, zwei Monaten erst rauskam, hat seinen Höhepunkt noch nicht gefunden. Ja, Balenciaga x Fortnite. Es sind super wilde Animationen entstanden, also auf Werbetafeln. Das hier ist wirklich schon sehr, sehr nice gewesen, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, die Klamotten sind einfach Trash. Man kann es nicht anders sagen, die Klamotten sind wirklich schlecht designt. Was haben wir hier? Wir haben einen schwarzen Sweater. Preispunkt 895 Euro für einen schwarzen Sweater. Gut, damit er wahrscheinlich vom Artwork sehr überzeugen. Was haben wir hier für ein Artwork drauf? Fortnite, das normale Logo und darunter ein bisschen kleiner Balenciaga, das normale Logo. Welche Zielgruppe wird hier angesprochen? Die Balenciaga-Kunden, die sich gerne für modische Dinge interessieren? Nee. Die Fortnite-Spieler, die sich gerne für Fortnite interessieren? Nee, weil der Preis ist viel zu hoch. Das heißt, man hat hier zwei Zielgruppen zusammengeführt, die wahrscheinlich sonst relativ wenig Schnittpunkte haben. Ich glaube, die einzigen Leute, die sich sowas kaufen, sind Fortnite-YouTuber, die Geld verdienen. Keine Fortnite-Spieler, die 14, 15, 16 sind und auch keine Balenciaga-Kunden, weil die mit Fortnite wahrscheinlich nicht so viel am Hut haben. Deswegen muss ich sagen, diese Kollabo ist leider gefloppt und auch der Hoodie mit dem ähnlichen Artwork, nur farblich umgekehrt, kann da auch nicht mehr viel retten. Allerdings kostet der Hoodie hier 565 Euro. Warum der 300 Euro günstiger ist als der Sweater, kann ich euch nicht erklären. Aber naja, es gibt wenigstens noch In-Game-Skins von Fortnite-Figuren, die dann halt Balenciaga-Sachen anhaben. Kollabo Nummer 2, Cactus Jack, also Travis Scott x McDonald's. Ja, Leute, jeder hat es mitbekommen. Es war, glaube ich, eine der bekanntesten Kollabos in diesem Jahr. Travis Scott hat ein eigenes McDonald's-Menü bekommen mit dem Quarter Pounder, Sprite, Pommes und ja, es ist einfach nur lit. Ja, dazu wurden auch noch Sachen im Travis Scott Merch Store released, unter anderem diverse Produkte mit McDonald's oder Cactus Jack Branding. Wir haben zum Beispiel ein rotes T-Shirt mit einem McDonald's Logo, drei Strichen, einem Cactus Jack Logo, drei Strichen und da steht Crew drauf. Ich weiß nicht, ob man sich das holt. Auf StockX hat das einen geisteskranken Resale-Wert von 35 Dollar. Also es kam nicht so gut an. Dieses Quarter Pounder Menü hat 6 Dollar gekostet und da sind auch super kranke Sachen rausgekommen, wie zum Beispiel einem Kissen für 90 Euro mit der Form eines Chicken Nuggets, also Chicken McNuggets. So, ich weiß nicht, wer sich das kauft. Ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche Hypebeasts und vielleicht Travis Scott Fanboys. Mmm, so sicko mode. It's lit. Sprite with extra ice. Straight up. I'm loving it. Soll ich dazu sagen, die Kollabo war auf jeden Fall legendary. Krasser auf jeden Fall als die Balenciaga Fortnite. Vom Output her, was Klamotten angeht, hätte man da was Besseres rausbringen können. Kollabo Nummer 3, Vêtement x DHL. Es ist zwar schon sehr, sehr lange her. Vêtement hat den Zenit, würde ich sagen, schon etwas überschritten, wenn man jetzt den Hype betrachtet. Und der Hype kam damals auch sehr krass mit diesem Vêtement DHL-Ding. Einfach weil damit keiner gerechnet hatte und es auch einfach ein bisschen weird war. Wieso sollte man in der Freizeit mit
Cactus Jack McDonalds rumlaufen, wo du aussiehst wie ein McDonalds-Mitarbeiter, oder mit einem DHL-Vetements-T-Shirt, wo du von weitem aussiehst wie ein DHL-Mitarbeiter, ein Postbote, was ja jetzt nichts Schlimmes ist, aber die Leute auf der Straße, und da denke ich mal, sind es 98% oder 99%, die dich angucken, denken so, boah, warum hat der ein DHL, warum hat er seine DHL-Uniform an? Nur 1% der Leute, die denken sich, boah, krass, der hat für $600 oder was weiß ich, wie teuer das war, sich ein DHL-T-Shirt gekauft und da steht auch noch Vetements drauf. Ja, auch hier muss ich sagen, es gibt bessere Kollabos. Kommen wir als Viertes zu Nike Dunks, die auch noch nicht allzu alt sind. Es sind Ben & Jerry's mit Nike. Der Schuh kostet jetzt gerade im Resell unfassbar viel mehr. Ich glaube, also auf Farfetch liegt er bei 5.300 Euro. Farfetch immer ein bisschen teurer, was Sneaker angeht. StockX liegt er bei ca. 1.000 bis 2.000 Euro, je nach Größe. Und da muss man sagen, der Resell, der ist wieder ein bisschen abgeflacht. Der lag am Anfang, als der rauskam, nochmal viel höher. Es gibt super wilde Editions davon, wo du einen riesigen Ben & Jerry's Pot bekommst, wo die Schuhe drin sind. Es gibt aber auch einfach die normale Schuhbox davon. Ich muss sagen, es ist eine coole Kollabo. Designtechnisch finde ich es ganz in Ordnung, weil die CI von Ben & Jerry's wurde beibehalten. Ich würde den Schuh vielleicht mal tragen für ein Foto oder so, aber es ist jetzt kein Schuh, wo ich sagen würde, boah, den brauche ich einfach, weil es einfach ein bisschen zu bunt und zu weird ist. Und einfach Ben & Jerry's Schuhe, Bro, das muss nicht sein. Deswegen auch hier würde ich sagen, es ist eine der Kollabos, die nicht hätte sein müssen. Kommen wir als Fünftes zu einer Kollabo, die auch nicht hätte sein müssen. Bisher war noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, boah, das ist krass, das brauchte man. Und zwar Anti-Social Social Club X Hello Kitty. Ja, ihr seht das Design hier eingeblendet. Anti-Social Social Club war mal sehr, sehr gehypt. Hat sich designtechnisch, wie ihr seht, null weiterentwickelt, weil immer nur Anti-Social Social Club hinten drauf steht, in derselben Schriftart. Und ja, ich glaube, die drucken auf Gildern, kann das sein? Und jetzt wurde da einfach ein Hello Kitty ergänzt und so eine Schleife. Ist es innovativ? Nein. Brauche ich es? Nein. Muss es hier im Video vorkommen, weil so weird ist? Ja. Das war eine weitere Kollabo. Kommen wir zur ersten Kollabo, wo ich sagen muss, ich kann es nachvollziehen und ich würde es mir rein theoretisch kaufen. Und zwar Hermes x Apple. Es sind zwei Marken, die hier oben anzusiedeln sind. Apple immer verbunden mit Luxus, hohen Preisen, genau wie Hermes. Die haben Resell. Wenn du eine Birkin Bag bekommst für Liste, kannst du die für teurer verkaufen. Das ist wie bei Uhren, das ist wie bei Peso? Ja, also, wir haben hier eine Apple Watch mit dem Hermes-Design. Das Ganze gibt es auch schon etwas länger. Und eine Apple Watch, wie viel kostet die? Ich weiß es gar nicht. 400, 500 Euro. Ich trage keine Apple Watch, weil ich bin mit meiner sehr zufrieden. Hier gibt es zwar keine Apps für, aber die zeigt mir wenigstens die Uhrzeit an und ist sehr, 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 sehr preisstabil, wenn nicht sogar wertsteigernd. Das ist auch schon mal was wert. Bei einer Apple Watch ist es mit Hermes ist es wahrscheinlich nicht so. Aber ihr kennt mich. Wenn es etwas gibt, was gut ist, und dann gibt es dieses Etwas, was gut ist, auch noch in einer Luxusversion. Das kitzelt mich innerlich. Ihr wisst, ich brauche das. Deswegen, ja, ich würde wahrscheinlich auf diesen Trick reinfallen und mir diese Apple Watch kaufen, weil es gibt dieses Hermes-Skin. Wahrscheinlich kannst du dir die normale Apple Watch auch jailbreaken und diesen Hermes-Skin so holen, aber da hast du nicht dieses Lederarmband von Hermes. Die kann wahrscheinlich nicht mehr, hat einen Skin mehr und da gibt es ein paar coole Armbänder für von Hermes. Braucht man das? Nein. Würde ich es mir holen, wenn ich eine Apple Watch holen würde? Ja. Apple Watch Hermes für 1.500 Euro. Da kann man aber auch wirklich nicht meckern. Kommen wir zu einer weiteren Kollabo, die ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall hat. Und zwar ist das Supreme x Louis Vuitton. Jeder hat diese Kollabo mitbekommen. Sie ist auch schon ein bisschen was her, aber jeder hat sie mitbekommen. Vom Hypebeast bis zum Louis Vuitton-Sammler. Jeder wollte eigentlich etwas davon haben, als es rausgekommen ist. Weil es einfach was super Besonderes ist, womit niemand gerechnet hatte. Eine Skater-Brand, die super, super street ist, wie Supreme, die immer sold out ist, immer Resell hat, also die coolen Sachen zumindest, mit einem alteingesessenen Modehaus wie Louis Vuitton und anschließender Übernahme von Supreme auch, also Supreme wurde ja dann verkauft. Das war schon was sehr, sehr Besonderes. Und da wurde das Louis Vuitton Monogrammmuster vereint mit dem wildesten Box-Logos und so weiter. Also im Nachhinein, jetzt kann man auf die Kollektion drauf gucken und sagen, 90% der Sachen, die released wurden, waren leider Trash.
Es war einfach zu wild. Und die ganzen Fakes davon und die ganzen Hypebeast-Fits, die haben das einfach wirklich auseinandergenommen. Es gibt coole Produkte davon, aber ich finde, man kann einfach nichts mehr davon tragen. Es ist outdated. Es ist einfach nicht mehr tragbar. Es war damals ein kurzer Trend und der war sehr, sehr schnell vorbei. Wird es vielleicht bei Gallery Department Jeans auch so sein, dass die in 2 Jahren nicht mehr getragen werden? Es kann sein, dass das nicht so langlebig ist, wie jetzt zum Beispiel Basic-Klamotten. Ne? Dafür hast du aber in dieser Zeitspanne wirklich einen Flex. Muss ich entscheiden, will ich was langlebig ist, was ich auch in 5 Jahren noch anziehen kann, ohne cringe zu sein, dann hol dir Basic-Klamotten. Willst du aber was sein, was vielleicht 2-3 Monate an Hype anhält, wo du dann aber in der örtlichen Shisha-Bar wirklich damit glänzen kannst, dann musst du dir etwas Gehyptes wie die Supreme Louis Vuitton-Cola holen, wie diesen Hoodie hier. Das ist wirklich ein designtechnisches Masterpiece. Wie man darauf gekommen ist, kann ich mir immer noch nicht erklären. Ich glaube, das Design-Team saß sehr, sehr, sehr lang daran. Und der erste Hoodie hiervon, der im Resale versteigert wurde, ging für $25.000. Kann man das dafür ausgeben? Ja, würde ich das machen? Nein. Hat dieser Typ einen gesunden Menschenverstand? Nein. Hatte dieser Typ zu viel Geld? Ja. Gut, das war die nächste Kollabo. Kommen wir zu einer Kollabo, die meiner Meinung nach auch eine Daseinsberechtigung hat und wirklich coole Pieces released hat. H&M x Versace. Diese Kollabo ist wirklich sehr, sehr, sehr alt. Ich glaube, sie ist aus dem Jahr 2012 oder 2013 und sie wurde tatsächlich im H&M released und da gab es auch eine super lange Schlange davor. Jeder wollte irgendwie was davon haben und die Sachen hatten im Nachhinein Resale. Ich persönlich habe mir diese Jacke davon auch gekauft. Leider hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass sie angeblich fake war. Ich habe damals, 2013, wie alt war ich da? 15, ja, vielleicht war es auch mit 16, ich habe es mir ein Jahr später geholt, für 500 Euro geholt, was super, super viel Geld ist und für mich damals noch super, super viel mehr Geld war, weil ich einfach nicht so viel Geld für Klamotten ausgeben wollte und konnte, weil ich dann noch etwas vernünftiger war und vor allem viel, viel weniger zur Verfügung hatte. Ich habe daraufhin gespart und habe mir leider eine Fake-Jacke gekauft. Nichtsdestotrotz ist das eine legendäre Jacke, Kanye West hat sie getragen und das hat sie einfach ikonisch gemacht. H&M x Versace, was ist das für eine Kollabo? Ich finde es ernst nice, dass das entstanden ist. Es sind noch super viele andere Pieces released worden, blende ich euch jetzt mal hier ein. Aber ich würde sagen, für mich war das Highlight-Piece. Und würde ich mir die Jacke jetzt heute nochmal holen? Eher nein. Vielleicht noch, weil ich sie damals in Fake hatte, so für meinen Seelenfrieden. Aber für heutige Verhältnisse ist es eigentlich nicht mehr so die Wave. Wobei Leopardenmuster, Samtbomber so auf Heide Ackermann-Style damals. Das Gold ist dann doch ein bisschen zu viel. Das war eine sehr, sehr coole Kollabo. Kommen wir jetzt zu einer Kollabo, die alles andere als cool ist. Meiner Meinung nach, es ist mal wieder Balenciaga. Die kommen in diesem Video nicht so gut weg mit Crocs. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Es sind Crocs mit Plateausohle und Spikes. Können das irgendwelche edgy Leute tragen, die vorzugsweise aus Berlin kommen? Vielleicht ja. No front. Sieht das meiner Meinung nach cool aus? Nein, also ich bin kein großer Fan davon. Angeblich ist das hier auch released worden. Das sieht mir sehr nach Gartenarbeit aus, aber auch irgendwie dann doch nicht, wegen den Absätzen. Ja, und dann kamen auch noch die hier raus, das war 2017, für 850 Euro, super gerechtfertigter Preis. Ich kann euch nicht sagen, warum das gemacht wurde. Und zu guter Letzt eine Kollabo, wieder mit Travis Scott, wieder mit einer Nicht-Klamotten-Brand. Travis Scott x PlayStation. Travis war das Werbegesicht für die PlayStation 5. Es wurde ein Dunk released, der, man hört verschiedene Sachen. Ja, ey, den gibt's nur 5-mal weltweit, ey, den gibt's nur 15-mal weltweit, ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall bestimmt weniger als 50 davon weltweit. Maximal 50, ich würde eher sagen weniger. Das lässt schließen, dass dieser Schuh einen sehr, sehr hohen Resale-Preis hat und es gibt nicht mal jede Größe auf StockX. Und jemand, der diesen Schuh hat, kann ihn bei StockX reinstellen und dafür den Preis verlangen, den er gerne hätte. Weil diese Schuhe sehr selten sind, ist das fast ein Monopol. Also das ist kein geregelter Markt. Das heißt, eine US 7, für die wird 12 Millionen verlangt auf StockX. Eine US 9,5, 11,9 Millionen. Eine US 11, günstige 66.000. Eine US 12, 120.000. Und eine US 13, 14,7 Millionen. Diese Schuhe werden wahrscheinlich nicht für diesen Preis verkauft. Wer auch immer diesen Schuh hat und ihn verkauft, der muss dicke Eier haben, weil ich glaube, der wird den ja wahrscheinlich von Travis selbst bekommen haben oder von
vom PlayStation CEO oder wer auch immer die Befugnis hatte, solche Schuhe zu verteilen. Ja, der steht auf jeden Fall nicht auf der Liste, aber für 12 M's kann man sich das mal überlegen. Leute, das waren die Kollabos. Schreibt mir bitte eure Lieblingskollabo in die Kommentare. Was fandet ihr am nicesten und welches Piece hättet ihr am liebsten? Vielleicht die Balenciaga Crocs, wie wär's? Wenn ihr sowas häufiger sehen wollt, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir weitere Kollabos in die Kommentare, die eurer Meinung nach weird waren. Und dann sehen wir uns morgen wieder auf Just the Light. Hoffentlich. Macht's gut. Peace.